Und nun willkommen zur Mission 4, eine barbarische Verlobung. Der weströmische Kaiser hatte eine Schwester namens Honoria, die nach vielen tristen Jahren in häuslicher Abgeschiedenheit die kühne Entscheidung traf, Attila dem Hun einen Brief zu senden. Darin bat sie ihn, sie zu heiraten. Womöglich wusste Honoria nicht, worauf sie sich da einließ. Attila hatte keinen Mangel an Frauen, doch er begriff sofort die Vorteile eines solchen Bündnisses. So änderten sich seine Pläne und er wollte nicht mehr gegen Konstantinopel im Oströmischen Reich, sondern gegen Rom im Weströmischen Reich ins Feld ziehen. Tatsächlich forderte er die Hälfte des Weströmischen Reiches als Mitgift. Attila schickte die Hunnen über den Rhein und schmiedete Allianzen mit anderen Stammesführern der Barbaren. Einige von ihnen, nämlich die Burgunder und Ostgoten, schlossen sich seinem Bündnis an. Andere, wie die Westgoten, durch ihren Widerstand die Gunst der Römer zu erlangen hofften. Als Attila in die römische Provinz Gallien einmarschierte, konnte er behaupten, er hole sich mit Gewalt, was ihm durch seine Verlobung mit Honoria rechtmäßig zustehe. Naja. Wir waren jetzt beide nicht so blöd. Also diese Honoria war ja gar nicht mal so blöd, dass sie gesagt hat, ich versuche mal den zu heiraten, damit möglichst Frieden kommt. Und ja, wenn ich mit der Tulla verheiratet bin, dann gehört mir ja auch ein bisschen was vom Reich. Und das hole ich mir dann jetzt. Besiegen Sie Burgund, besiegen Sie Metz, besiegen Sie Orléans. Hä? Moment mal, Burgund war doch auf unserer Seite. Die Hunden haben ein Bevölkerungslimit von 150, können schließlich aber in ihr Imperialzeit erreichen. Ja. Zu Beginn sind ihre Truppen verstreut. Suchen sie nach einem geeigneten Platz für das erste Lager und gehen sie den Wölfen aus dem Weg. Mitten im Winter ist die Nahrungssuche schwierig, aber es gibt hungrige Rehe. Sie können es nicht mit der Technologie der Franken aufnehmen, aber sie sind ihnen zahlenmäßig weit überlegen. Lassen sie die Horde auf die Städte Galliens los. Schon wieder gegen Franken? Oh Gott. Ihr Speer bricht. Nach ihrem Überfall auf Gallien sind die Hunden gelb zerstreut. Sie müssen sich neu formieren und dürfen den Burgund im Süden, Metzrot im Norden oder der gewaltigen Stadt Orléans Türkis im Nordwesten nicht zu nahe kommen. Burgund bildet Bogenschützen, Rammen und Infanterieeinheiten aus, ist aber nicht sonderlich gut verteidigt und dürfte bei einem frühen Angriff schnell fallen. Die Burgunder sind leicht einzuschüchtern und schließen sich der Sache der Hunden möglicherweise sogar an. Metz erreicht die Schwäche Burgunds durch eine Armee von Rittern und Axtwerfern aus. Ihr Burg und die Nähe zu Orléans machen sie zu einer harten Nuss. Orléans ist von einer Stadtmauer umgeben und verfügt über Türme und Burgen. Seine Armee von Speerkämpfern, Rittern und Mönchen könnte eine Herausforderung für die Hunden darstellen. Speer berichten außerdem, dass das Weströmische Reich die Armee von Aetius schickt, um die Gallier zu unterstützen. Den kennen wir doch, glaube ich. Das wurde doch schon mal erwähnt. Ich glaube, in Mission 2 war das. Die Römer haben keine Stadt in der Nähe, aber ihre Legion und ihre Kavallerie könnten jederzeit zuschlagen. Okay. Ich glaube, das könnte ziemlich schwer werden. Unsere Truppen sind von den letzten Angriffen noch geschwächt. Wir müssen uns neu ordnen, bevor wir das Land der Franken verwüsten. Hier ist Stein, hier ist Gold. Ich gucke gerade jetzt erstmal, wo ich bin. Und will meine... Hier sind nochmal Gold. Möchte mich möglichst klein halten, dass ich... Okay, hier scheint es eine kleine... Kleine... Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte so ein kleines Sicherheitsfeld geben, was ich gut verteidigen kann. Als hier, dass hier keiner durchkommen kann. So, du baust schon mal ein Holzfällerlager auf, während du schon mal das baust.
Ja, mit dem Wall kann man das ordentlich unten verteidigen. Und den Wald dürfen wir nicht berühren. Okay. Guck mal nach hinten. Ich bin schon in der Ritterzeit. Das heißt, ich darf ein zweites Dorfzentrum schon direkt bauen. Ich sollte Gebrauch davon machen. Auch wenn das jetzt nicht gerade der beste Punkt für ein Dings war. Alles klar. Also diese Furt kann ich verteidigen. Und das noch. So, du. Nein. So. Ein Tor möchte ich. Und das. Ich lasse das Gold einfach mal. Hallo, Ritter. Deswegen wollte ich mich schon mal verteidigen. Weil ich kann mir schon denken, dass das sehr nervig sein kann, wenn ich mir das nicht sichere direkt. Und Sache ist, ich möchte nicht schon wieder einen Tag der offenen Tür haben. Gold habe ich erstmal hier genug. Da drei Minen, da zwei, da große Minen. Hallo? Hallo, Metz. War eventuell nicht so schlau. Wollte ich mal irgendwann gemerkt haben. Okay, Burg, die krieg ich leicht niedergerissen. Da ist Burgrund. Das kann ich schnell eigentlich erobern, wenn es geht. So. Ach ja, ich brauche hier keine Häuser bauen, deswegen machen die auch keine Häuser. Ich habe das jetzt ein bisschen verschlafen mit dem Holz, muss ich um ehrlich zu sein sagen. Mit der Nahrung, meine ich. Das greift mich jetzt schon an. Okay, nichts Wichtiges gerade. Wer schläft hier? Du sollst weiterarbeiten. Du sollst auch weiterarbeiten. So. Gold kommt rein. Holz kommt rein. Gold kommt gar nicht rein, weil es keinen Arbeiter gibt dafür. Aha. Okay, die haben viele Bogenschützen. Na gut, schade. Hallo? Habe ich gesagt, dass du aufhören darfst? Hier wäre auch nochmal richtig viel Stein, das müsst ihr mir merken. Dass ich mir das schon mal direkt kläre. So. Mehr an Holz. Sogar die an Nahrung erstmal. Ich sag Nahrung, klick auf Gold. Also ich weiß jetzt, wo die Leute hier sind. Orléans ist da. Metz ist da, Burgrund ist da. Wahrscheinlich kommen die Weströmer da hinten an, irgendwie. Ich habe mich jetzt schon mal so leicht abgesichert. Hier kommt erstmal keiner durch. Das heißt, ich sollte jetzt erstmal sicher sein.
Timo, Motchen. Merlichchen. Bitte Bein. Merlichchen. Ja, 3 beim Aho. Weströmisches Reich hat sogar theoretisch weniger Punkte wie ich. Yay. Ich hab sogar mehr Punkte wie die anderen beiden. Auch Burgund und Metz. Schon. Hm. Okay, Faule Arbeiter. Stein. Wichtig, dass ich viel Stein schon mal hab. So, nach denen geht es erstmal an Holz. Und du gehst an, an Stein. Nun gut. Oh, ich habe Schafe erobert. Scoutet mal bitte. Bringt mir nicht viel, aber da ist nochmal Gold. Ich muss eigentlich theoretisch sehr früh Burgundlieder machen, weil die hier mit den Steinvorkommen und Goldvorkommen da echt gut aussehen. Die hätte ich gerne. Das kann ich aber am einfachsten erreichen, indem ich die Stadt niederbrenne. Das am besten mit den Ritter-Einheiten. Woher wusste ich das schon? Was hat der denn? Ah. Der hat eine gute Zeit. Beziehungsweise ich gehe einfach nochmal sicher, dass... Als... Ich möchte es gern drehen. Danke. Falls die durchkommen sollten, steht hier noch ein Tor. Einfach nur absolut trollen. So, das können die erstmal wieder. Jetzt habe ich erstmal genug vom Stein. Und einmal ein paar Armbrustschützen. Währenddessen kann ich schon mal meine erste Burg bauen. Baue ich aber hier auf. Wenn ich den hier ausgelöscht kriege. Der hat doch eh keine Reichweite. Boah, ich hab so selten nicht so angezoomt. Ein bisschen weit rausgezoomt, meine ich. So, dann möchte ich wieder ein paar beim Gold. Erstmal dann hier. 1, 2, 3, 4. Warum kriege ich immer weniger Leute hier beim Nahrung? Ich habe selten die normalen Armbrustschützen benutzt. Die sind halt ziemlich gut, muss ich sagen. So, ich habe eine kleine Verteidigungsarmee.
Amr Mindu, Urchachung, Billim Bein, Urchachung, Urchachung. Amr Mindu, Berlichung. Kimu. Berlichung. So. Sicher? Berlichung. Berlichung. Amr Mindu. Berlichung. Timo. Dann schicke ich einen noch hier auf Stein. Sicher? Berlichung. Die machen das, wenn sie fertig sind. Klappt ja super, eigentlich. Außer, dass ich nicht zählen kann. Ja, schade für euch. Ich hab ein paar von den Burgen hier. Und genauer gesagt nur eine. Moin. Schön, dass ihr euch so hinstellt, aber so. Dann baue ich ausnahmsweise sogar mal Türme hin. Weil ich das jetzt gerade mal nicht so gut verteidigen kann. Dann hätte ich Burgverteidigung dort. Luft für alle der Fälle. Dann hätte ich eine Universität. Folge Ritter. Das brauche ich. Dann